herzlich willkommen. Heute nehme ich Sie in meiner kleinen Zeitreise mit in die Zeit des Augustus und des Hohen Prinzipats. Ich werde heute etwas zur römischen Armee unter Augustus erzählen, wie sie zum wichtigsten Element der Machtsicherung wurde und welche Rolle sie auch im Zusammenhang des Ende des Weströmischen Reiches gespielt hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wir beginnen mit dem Aufbau der römischen Armee. Die Soldaten behielten ihre bisherige Bewaffnung bestehend aus Pilum, der Wurf- und Stoßlanze, dem Gladius, einem zweischneidigen Schwert, dem Scutum, also dem Schild, und natürlich dem Helm aus der spätrömischen Republik bei. Wichtig dabei, vorangegangen waren die marianischen Heeresreformen, wie man so schön sagt. Also wie gesagt, die Heeresreform des Marius. Zu Marius und dessen wichtigen und entscheidenden Heeresreformen habe ich etwas in der Videobeschreibung verlinkt, wo man sich auch nochmal reinlesen kann. Das Thema ist natürlich sehr komplex, dass man sich da nochmal zusätzlich informieren kann. Kommen wir nun weiter. Wichtig auch noch zum Aufbau sind, dass Legionsabzeichen eingeführt wurden und dementsprechend eine Armeetradition für jede einzelne Legion entstand. Das war wichtig zur Förderung des Korpsgeistes und der Identifikation mit der Legion. Wichtig ist auch, dass endlich ein gewisser Berufsstolz für den Beruf des Soldaten entsteht. Kommen wir nun zu Augustus und dem Hohen Prinzipat. Warum habe ich Augustus gewählt? Weil er wichtige Heeresreformen einleitete hin zum professionellen Berufsheer, dessen Erscheinung bis heute unser Bild der römischen Armee prägt. Wir beginnen 30 vor Christus. Wichtig ist dabei, dass nach dem römischen Bürgerkrieg, wo es um das Erbe Caesars geht, Augustus, dessen legitimer Nachfolger, die Macht an sich reißt. Das wichtigste Machtmittel in diesem Konflikt war die Legion, dessen Unterstützung er sich langfristig versicherte. Dadurch, dass Augustus sich immer im Klaren war, wie wichtig die Legion zur Erhalt seiner Macht war, war das entscheidend, dass er die gespaltenen Armeen nach dem Bürgerkrieg zusammenführte und auch dauerhafte Lösungen für die Bedürfnisse der Veteranen fand. Es ist auch vorher immer Gang gewesen, dass man die Veteranen mit Landschenkungen zufriedenstellte. Dieses Prinzip war aber teilweise irgendwann veraltet und stieß arg an seine Grenzen. Deswegen war es halt wichtig, dass man da eine neue Lösung fand. Meistens in Form von Geld, aber. Im Jahr 27 vor Christus gelang Octavian der entscheidende Coup. Er erhielt nicht nur den Ehrennamen Augustus, was bedeutet der Erhabene, sondern er teilte das Reich auch zwischen senatorischen und seinem Einflussbereich. Also der senatorische Einflussbereich war dann irgendwann nur noch auf Rom reduziert. Aber am Anfang sicherte Augustus die Grenzregion, die in der Regel ganz gut garnisoniert waren, damit er auch über die Kontrolle über den Hauptanteil der Armee hatte. Er nahm die Provinzen Gallien, Spanien und Syrien. Das Wichtige war auch, er war nicht der senatorischen Armee unterstellt. Und durch geschickte politische Änderungen erhielt er nicht nur immer mehr Einfluss und mehr Provinzen, sondern das Wichtigste, er hatte irgendwann auch das Monopol auf die Armee. Wichtig dabei war auch immer ein klares Militäroberkommando. Wichtige Faktoren zur Erhaltung der Macht waren deswegen auch sehr loyale, wichtige Betraute des Augustus, wie
Agrippa, die den Oberbefehl über die Truppe hatten, oder auch dessen Stiefsöhne Durus und Tiberius. Weil Augustus war sich halt immer im Klaren, wo seine Stärken und wo seine Schwächen liegen. Und Augustus war nicht der geborene Feldherr. Und deswegen, sage ich mal, hat er es ausgesourced an seinen besten Kumpel Agrippa, auf den er sich halt verlassen konnte. Das römische Heer wurde in der Folgezeit eine Berufsarmee mit einheitlichen Verwaltungsstrukturen, Karrieremustern und festen Garnisonen. Die zunehmende Bürokratisierung zeugt von der Professionalisierung des Ganzen. Unter Augustus bildeten die schwer bewaffneten Infanterielegionen die tragende Kraft. Dazu kamen die Hilfstruppen, also die Auxilia, die Flotte und die Prätorianergarde. Rückgrat bildeten nach wie vor die Legionen. Unter Augustus gab es 25, bis 200 nach Christus wuchsen sie auf 33 an. Wichtig dabei ist, dass sie sich aber immer teilweise in Personenanzahl unterschieden haben. Das heißt, es konnten zwar mehr Legionen sein, aber es konnte halt weniger Manpower darin enthalten sein. Wichtig dabei ist immer die Flexibilität der Truppe, denn gerade unter Augustus änderte sich die Offensivstrategie in eine Defensivstrategie mit festen Legionslagern an der Grenze, die zu Garnisonsstädten ausgebaut werden. Gute Beispiele sind Mainz, Augsburg oder Köln. Auch nach einem Debakel wie im Teutoburger Wald wurde immer geschickt propagandistisch gehandelt und die alleinige Schuld Varus zugesprochen. Aber man erkennt trotzdem auch immer wieder die Anpassungsfähigkeit der römischen Armee, was halt erfolgreiche Feldzüge belegen. Gerade nach der Niederlage im Teutoburger Wald gab es, wie man heute anhand von Überbleibseln feststellen kann, sehr viele Strafexpeditionen gegen die, sage ich mal, Germanen oder, wie es man ja richtig sagt, viele einzelne Stämme, gegen die man dann blutig vorgegangen ist. Also bis hin ins spätere Prinzipat war die römische Armee die bestausgebildetste, brutalste und effektivste Armee Europas. Das zur römischen Armee unter Augustus. Um jetzt noch einen kleinen Ausblick zu wagen, die Legion, sage ich mal, in Folgezeit und späterer Zeit unter Druck, gerade durch häufige Angriffe aus dem Osten im späteren 2. Jahrhundert und 3. Jahrhundert geriet die Großmacht immer weiter ins Wanken. Dennoch blieb die Armee eigentlich immer auf dem aktuellsten Stand. Beim Kampf gegen die Parther zeigte man sich flexibel und führte Kataphrakte und die Phalanx ein. Entscheidend war aber auch, dass Reich immer instabiler wurde, ein schwaches Kaisertum, das sich intern teilweise bekämpfte. Die Aufteilung des Reiches war mehr oder weniger das Ende für das Weströmische Reich. Man schaffte es nicht, die Nichtrömer ins Römische Reich zu integrieren. Man hatte einen viel zu hohen Anteil an Auxiliartruppen, die halt keine Römer waren und dadurch halt auch wenig Interesse daran hatten, jetzt ihr Leben zu geben. Nichtsdestotrotz kann man halt sagen, dass der Untergang nicht an der Stärke der römischen Armee auszumachen ist, die sich immer wieder den Gegebenheiten anpassten. Entscheidender waren halt, wie gesagt, die Faktoren, dass es ein sehr schwaches Kaisertum gab und sehr viele interne Kämpfe. Ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Überblick gefallen. Wie gesagt, das Thema ist... Aber generell, geschichtliche Themen sind immer sehr komplex. Deswegen werde ich auch in meiner Literaturliste da noch Bücher angeben, wo man sich reinlesen kann. Und gegebenenfalls werde ich da auch noch weitere Videos zu machen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend. In dem Sinne, alles Gute.